Silja ist Gründerin und Präsidentin der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz, also eine hochmoderne Einrichtung. Sie ist selbst Professorin für Ökonomie und Philosophie und vielen auch bekannt aus dem TV-Format Jung und Naiv mit Thilo Jung. Ihr Slogan ist Reshape Economics und das ist auch der Titel Ihres heutigen Vortrags. Insofern, liebe Silja, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist und wir freuen uns wirklich sehr auf deinen Input. The floor is yours. Ja, vielen herzlichen Dank. Ist es mit Ton gut? Okay, super. Vielen herzlichen Dank für Einladung. Ich freue mich total auf die kommenden 1,5, 2 Stunden, je nachdem, wie lange wir gemeinsam verbringen werden. Ist immer so ein bisschen ein schwieriger Auftrag für so ein Großthema zu sehen, was könnt ihr jetzt gebrauchen, was steht irgendwie an, was ist irgendwie wichtig. Und ich habe es jetzt, werde so in 3 Schritten vorgehen, dass ich nochmal sage, wenn wir sagen Reshaping Economics und auch eine Kritik dadurch implizit ist an dem jetzigen, ich sage so, was ist eigentlich mein Hauptpunkt? Also was ist mein Hauptpunkt, wo ich sage, das funktioniert nicht und wie funktioniert es wissenschaftlich nicht und vor allen Dingen in der Lehre? Ich gehe sehr, sehr viel auf Bildungsprozesse ein, nicht nur, weil ich selber eine Hochschule gegründet habe, um alternativ lehren zu können, gemeinsam mit Kolleginnen und Studierenden, sondern weil ich aus der Wissenschaftstradition beispielsweise von Thomas Kuhn komme und sage, Paradigmen und Wissenschaftstraditionen tradieren sich durch die Art, wie wir Menschen lehren. Also es ist gar nicht die Forschung so entscheidend, sondern die Art, wie wir mit Menschen umgehen, die einmal ÖkonomInnen werden wollen. Und dann natürlich die große Frage, was machen wir jetzt anders? Wie können wir das aufbauen und ich werde jetzt hier nicht auf dieses oder jenes Detail eingehen, sondern ich will die These aufstellen, dass wir einen sehr grundlegenden Paradigmenwechsel brauchen, der nicht nur weit zurück reicht in unsere, also in die Wissenschaftstheorie der Wirtschaftswissenschaften, also der Economics, sondern auch Grundsatzfragen der Wissenschaftlichkeit überhaupt einen aufwirft. Dann werdet ihr natürlich sagen, ja super, aber was machen wir jetzt damit, wenn man irgendwie so tief bohrt? Und dann werde ich noch ein bisschen darstellen, wie wir es an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung machen, auch im Sinne von Mut machen, im Sinne von, damit kann man auch einfach mal anfangen. Und das braucht jetzt nicht irgendwelche endlosen Doktorarbeiten und vor allen Dingen nicht irgendwelche 30, 40 Jahre eines Paradigmenwechsels, wie Thomas Kuhn das noch beschrieben hätte. Ich teile dafür Folien, mein Foliensatz. Er wird auch nachher Franzis richtig zur Verfügung gestellt. Und wie sagt er, wir sehen auch, ob wir oder ihr den Vortrag nachher online stellt, wenn ihr nochmal was nachhören wollt. Muss ich das nur. Am besten das Richtige mit euch teilen. So, bei mir ist jetzt richtig angezeigt. Geht es bei euch? Franzis, die Szene? Ja, super. Dann sozusagen kann es losgehen. Wie gesagt, ich bin selber Ökonomin, Philosophin, bin selber in der Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftstheorie zu Hause und möchte aus diesem Kontext euch einen Hauptgrund sozusagen meiner Kritik am herrschenden System der Wirtschaftswissenschaft im Singular geben. Ich meine hier nicht den Streitpunkt, ob wir noch diese oder jene pluralere Forschung haben, sondern ich meine hier Wissenschaftstradition im Sinne von Kuhn und Fleck. Das heißt, dasjenige, was tradiert wird an den Universitäten, also im klassischen Lehrkanon. Und wir werden sehen, dass das große Bezüge zu der Frage der Gesamtökonomisierung der Gesellschaft hat. Das nenne ich das pluralistische Verständnis. Geht ja für euch um plurale Ökonomie oder Ökonomik, sage ich nachher noch was zum Begriff. Und sagt, das ist es eigentlich historisch gewesen. Historisch meine ich gar nicht so lange zurück, sondern eigentlich bis 1950. Man kann auch sagen, bis 1980, wenn wir in die Lehrbücher gucken. Zum Beispiel habe ich in der TU Berlin studiert und wir hatten noch die Mehrzahl der volkswirtschaftlichen Professuren, haben ihr eigenes Lehrbuch geschrieben, im Sinne von, ja, die anderen haben es eh nicht kapiert. Also
Ich weiß es irgendwie besser, ich habe meinen eigenen Ansatz und so weiter. Und dann daraus auch wieder Primärliteratur sozusagen gemischt. Wir hatten ein pluralistisches Verständnis in dem Sinne, dass wir noch die letzten Marxisten, den letzten Keynesianer und so weiter hatten. Und wir hatten natürlich aber auch schon eine Neoklassik-Ökonomik. Das heißt, früher wurde die Ökonomie als Wissenschaft definiert über ihren Gegenstandsbereich. Das heißt, alle, die was über Wirtschaft zu sagen hatten, die sie beforscht haben und so weiter, gehörten normalerweise zum Verständnis der Wirtschaftswissenschaft. Das heißt nicht, dass man sich nicht gestritten hat. Wir hatten heftigste Kämpfe, zum Beispiel noch in der TU Berlin, zwischen den verschiedenen Schulvertretern, die auch teilweise bis ins Krankenhaus wegen Herzinfarkten und so weiter geendet haben. Aber es war trotzdem noch die Idee so, also wir sind auf einem Flur und wir sind eine Wissenschaft. Beispielsweise ist es das, was man auch heute noch in der pluralen Ökonomik für kämpft. Das heißt, man hat eine Definition über den Gegenstandsbereich, auch wenn der auch umstritten sein kann. Und das nennt man dann eben pluralistisches Methodenverständnis. Daher kommt Perspektivvielfalt. Man kann so auf den Gegenstand gucken, man kann anders auf ihn gucken. Und hier habt ihr natürlich jetzt die großen Bereiche, die dann zum Wissenschaftskanon gehören würden. Man hat natürlich die Neoklassik, die Österreichische Schule der Nationalökonomie, die den neoliberalen Ansatz der Wirtschaftspolitik beispielsweise befeuert hat. Man hat aber auch klassische Verständnisse und die moderneren, wie beispielsweise Verhaltensökonomik. Und viele von euch sind ja auch eben in der pluralen Ökonomik engagiert und ich denke, vieles geht dorthin, sozusagen ein solches Verständnis wiederzugewinnen. Ich werde nachher argumentieren, dass wir meines Erachtens auch darüber hinaus greifen müssten, nicht nur wegen Fragen performativer Verständnisse. Jetzt hat aber die Ökonomik einen riesen Trick angewandt, den ich immer, also nicht müde werde zu betonen, dass heute dieses Verständnis nicht mehr gibt, sondern die eine Methode, nämlich die neoklassische bis österreichische Schule, sich durchgesetzt hat und sich alleine noch als wissenschaftlich definiert. Das heißt, wir haben heute nicht mehr einen Methodenstreit innerhalb der Wirtschaftswissenschaft, sondern zum Beispiel feministische Ökonomik, ökologische Ökonomik, wenn sie nicht letztlich Neoklassik in anderen Gewändern oder in Teilbereichen sind, dass sie als unwissenschaftlich gebrandmarkt werden. Und das trifft natürlich auch den Marxismus, es trifft die historische Schule und ähnliches, ja. Das heißt, wir haben heute einen Kampf, der ungefähr 100, nicht ganz 100, ja, also jetzt mittlerweile 150, 170 Jahre geführt wird, dass heute irgendwie klar ist, das, was nicht mathematisch ist, das, was nicht neoklassisch ist, ist von vornherein unwissenschaftlich. Und solange wir in einem solchen rhetorischen Rahmen uns befinden, ist es extrem schwierig, auch an den Universitäten etwas anderes als Lehre zu etablieren, weil wir immer, wie gesagt, am Rande der Wissenschaftlichkeit argumentieren müssen. Ich zeige euch das an kurzen Beispielen aus Lehrbüchern, wie diese Rhetorik gefahren wird. Hier zum Beispiel Paul Samuelson, schon 1955, das Lehrbuch von ihm hat sich dann zum Standard durchgesetzt, obwohl es selber sehr verändert worden ist. Ja, also es gibt eine Wirtschaftstheorie, keine eigene für Republikaner oder für Demokraten, für Arbeitnehmer oder für Arbeitgeber. Ja, hinsichtlich der grundlegenden Preis- und Beschäftigungszusammenhänge bestehen keine nennenswerten Meinungsverschiedenheiten mehr. Das wird heute in den Lehrbüchern tradiert. Ich zeige gleich andere Beispiele noch. Es ist grottenfalsch. Natürlich gibt es unterschiedliche Wirtschaftstheorien. Es gibt sogar paradigmatische Verständnisse, die anders sind. Aber es wird jetzt eben so getan, als hätte das, also als gäbe es gar nicht mehr. Das heißt, eine einzige Art, wie Wirtschaftswissenschaft tradiert wird, verabsolutiert sich und behauptet, dass sie sozusagen einen Einzigartigkeitsanspruch hatte. Wir werden gleich noch sehen, dass der zum Wahrheitsanspruch mutiert ist. Hier das wichtigste Lehrbuch heute von Gregor Menkew, selber Berater von Bush Junior gewesen. Auch hier wieder dieses eine einzige oder einzigartige Sicht auf die Welt. Sagen, Ökonomie hat nicht mehr mit dem Gegenstand zu tun, sondern mit einer Denkweise. Ja? Also eine einzige Sicht, eine einzige Denkweise auf die ganze Welt sozusagen. Dass es eben ein fundamentales Gedankengut im Singular geben sollte, was die Wirtschaftswissenschaft bietet oder anzubieten hat. Ja, das heißt, wir haben es hier mit einer
im Anspruch auf Einzigartigkeit sozusagen zu tun und hier mit einem fundamentalen, ja, und das hat dann erledigt sozusagen das, wofür viele von euch kämpfen, nämlich für eine Pluralität sozusagen in sich, ja, und das ist sozusagen dann auch kein Zufall, wenn eine Pluralität, wie das Netzwerk sie erkämpfen will, immer wieder auch gegen diese fundamental bis fundamentalistische Sichtweise verstößt. Hier jetzt noch in Paul Samuelson in einer späteren Ausgabe, jetzt zusammen mit dem Nobelpreisträger William D. Nordhaus, in der heutigen Standardisierung wird jetzt eben von einer Kernwahrheit und von ewiglich und unveränderlichen Wahrheiten sozusagen gesprochen. Ja, das heißt also, wenige Konzepte sollen alles von der Ökonomik sozusagen unterlegen. Wir sehen also, dass wir jetzt hier in Wahrheitsdebatten eingreifen, obwohl von der Wissenschaftstheorie schon Mitte des letzten Jahrhunderts, aber spätestens bekannt ist, dass unterschiedliche methodische Zugänge auf Welt auch immer unterschiedliche Wahrheitsverständnisse und Wichtigkeitsverständnisse hervorbringen. Also hier jetzt eine ganz, ganz klare Einengung auf das, was Ludwig Fleck ein Denkstil ge gemeint hat oder genannt hat. Das heißt, ein Set von Denkweisen, was mit Wahrheitsansprüchen, Allgemeingültigkeitsansprüchen und Universalität zu tun hat. Ich würde das nie argumentieren an eurer Stelle als ein reines Problem der Wirtschaftswissenschaft, weil es eben in der Chicago School of Economics, die die Grundlage auch für die politische und gesellschaftliche Ökonomisierung ist, unmittelbaren Widerhall findet. Und Gary Becker ist derjenige, der dann auch das Verständnis der Ökonomik selber verändert hat mit vielen Vorläufern, die ich hier rauslasse. Ich glaube, dass das, was die Wirtschaftswissenschaft von anderen Disziplinen unterscheidet, ist nicht ihr Gegenstandsbereich, das heißt nicht die Wirtschaft, sondern die Vorgehensweise, das heißt die Methode. Ja, das heißt, Wirtschaftswissenschaft zu betreiben, heißt einer einzigen Denkweise zu folgen. Und das heißt, wenn wir uns das nochmal angucken, also so war es früher und so wird es jetzt sozusagen verengt, das heißt eine Denkweise auf die Wirtschaft. Wir sprechen hier also von einem monistischen Methodenverständnis, was sich dann schrittweise über die Lehrbücher, aber auch in der Ökonomisierung durchgesetzt hat. Jeder Ökonom würde jetzt antworten, das ist doch gar nicht so, wir sind voll plural. Und es gibt hier zwei Pluralitätsverständnisse, mit denen ihr dann oder über die oder gegen die ihr argumentieren sollt. Erstens die Neoklassik selber, ich beschreibe sie als mathematischen Zugriff auf Welt, kennt natürlich in sich endlose Variationen. Ja? Also die Variation innerhalb eines Paradigmas, hätte Kuhn dazu gesagt. Darauf werde ich hier nicht eingehen, wir können das nachher diskutieren. Sondern Gary Beck hat einen unglaublich extrem guten rhetorischen Griff gemacht, indem er gesagt hat, wir haben ein neues Pluralitätsverständnis, das heißt nämlich mit einer Sichtweise auf alles in der Welt gucken. Das nennt man ökonomischen Imperialismus. Der Begriff klingt nach einem Kampfbegriff, kommt aber aus der Chicago School und von Gary Becker als dem Hauptvertreter und Hauptgründer selbst. Sie also tatsächlich bin ich zu überzeugen gekommen, dass die ökonomische Vorgehensweise, also eine Denkweise, so umfassend ist, dass sie auf alles menschliche Verhalten anwendbar ist. Ob reiche oder arme Personen, Männer oder Frauen, erwachsene Kinder, ihr könnt es selber sozusagen lesen. Ja? Das heißt, die Pluralität der heutigen Wirtschaftswissenschaft liegt darin, dass man eine Denkweise auf alles in der Welt anwenden kann. Ja, das heißt, es ist nicht das Problem, dass es keine plurale Wissenschaft ist, sondern das Problem ist das Verständnis von Pluralität. Ja, heute, so sind auch die heutigen modernen Lehrbücher aufgebaut. Wir haben erstmal die klassischen Markt- und Preiszusammenhänge, die wir schon in den Zitaten gesehen haben. Und sie werden dann eben auf Wachstumsfragen, auf Naturfragen, auf Armutsfragen, auf Konsumfragen, auf Bildungsfragen, auf Politik und so weiter angewendet. Ja? Das heißt, die Wirtschaft selber ist nur noch ein Gegenstandsbereich, und wir haben den Ausgriff sozusagen auf alles andere. Ja? Und Samuelson und Nordhaus schreiben in einem ihrer neueren Bücher, dass sie selber dann immer den Bildungsmarkt sozusagen scannen, welche
Themen sind im Moment bei jungen Menschen, bei Studierenden en vogue und die werden dann aufgenommen, um die Grundprinzipien der Neoklassik deutlich zu machen. Ja, das heißt, ihr könnt heute nicht mehr argumentieren, die Ökonomie hätte keine Moral. Sie hat eine Moral, aber es ist eine Berechnung von Moral. Ja, ihr könnt nicht sagen, es werden keine ökologischen Themen diskutiert. Sie werden diskutiert, aber als grundsätzliche Preiszusammenhänge, als ein Problem, was über Markt sozusagen sich regulieren müsse. Es kann auch sein, dass ihr religiöse Themen habt. Die können entweder als externe Effekte rausdefiniert werden oder es gibt natürlich heute auch eine Economics of Religion. Ja, und vor Economics of Family, das ist etwas, wo Gary Becker den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft erhalten hat. Das Ganze darauf, weil ich nicht genau weiß, wie stark ihr hier auf Wirtschaftswissenschaft euren Fokus legen wollt. Wir an der ha Hochschule für Gesellschaftsgestaltung lehren jetzt diesen Zusammenhang nicht so sehr aus historischem Interesse und nicht, weil wir meinen, dass eben diese Lehrbücher einen Wahrheitsanspruch vertreten, sondern in der Frage, wenn viele Menschen in diese Denkweise eintrainiert werden, dann BeraterInnen werden, wenn das in Politik als grundsätzliches Diskussionsmuster auswandert, was passiert in den einzelnen Gegenstandsbereichen? So bin ich zum Beispiel auf die Ökonomisierung von Gesundheit, von Bildung, von Religion und von Natur sozusagen spezialisiert mit Schwerpunkt Bildung. Und wir können nachweisen, dass die Theorien, die neoklassischen Maximierungstheorien von Gary Becker und Theodor Schulz beispielsweise aus der Chicago School unmittelbar Auswirkungen in die internationalen Debatten um das Humankapital hatten und bis hin zu Bologna- und Pisa-Prozessen in ihrer Wirksamkeit nachweisbar sind. Ja, das heißt, wir vertreten einen performativen Bildungsanspruch, sagen, das wird eben, wie gesagt, nicht als Wahrheit gelehrt oder nicht als reine graue Theorie, sondern in ihrem Anspruch und also in ihrem nachweisbaren oder nachzuweisenden Anspruch, Wirklichkeit sozusagen zu gestalten. Wir können in der Diskussion nachher auf diesen Punkt mehr eingehen. Ich würde jetzt hier erstmal wieder an den Punkt der Wirtschaftswissenschaft sozusagen zurückkehren. Wir haben viele an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, viele empirische Studien durchgeführt, fragen, was ist jetzt eigentlich die Bildungsrealität in den Wirtschaftswissenschaften, wenn mit einem solchen standardisierten Anspruch sozusagen gearbeitet wird. Ich wähle immer dieses Bild hier, weil es den Anspruch, dass Wahrheit sozusagen von vorne kommt, dass Wirtschaftswissenschaft keine diskursive Realität ist, dass sie abgeschirmt an Universitäten stattzufinden hat und der Fokus auf eine abstrakte mathematische Gedanken- und oder Scheinwelt am besten sozusagen symbolisiert. Interessanterweise haben unsere Studien ergeben, dass die Hauptlast der Problematik, den junge Menschen sehen, gar nicht so sehr auf den Inhalten ist, obwohl wir die Kritik, auch das Netzwerk Plurale Ökonomik, sehr stark auf die Inhalte der Ökonomik fokussiert, was auch absolut notwendig ist, dass aber das Problem wirtschaftswissenschaftlicher Studierenden und keineswegs nur des Netzwerks erst eher performativer Natur ist. Das heißt, in einer ökonomisierten Universität Ökonomik zu studieren, dass also die Wirtschaftswissenschaften von einem oder Wirtschaftswissenschaft von einem doppelten Problem getroffen ist oder die sie lernen wollen. Sie müssen einerseits etwa eine komplett abstrakte Theorie, Preistheorie erstmal erlernen, ohne einen Zusammenhang zu ihrer Lebenswelt zu sehen und gleichzeitig diese Lebenswelt für sich eine stark ökonomisierte ist. Ich würde immer, oder das ist nicht, ich würde nicht, aber das ist das, auf was unsere Studien sozusagen hinweisen, sagen, was ist eigentlich das heutige Problem? Das eine ist dem Netzwerk wohl bekannt, man ist eine epistemische Kluft, das heißt, man fühlt sich von der Welt distanziert. Viele wollen Wirtschaftswissenschaft studieren, entweder um damit Geld zu verdienen oder die heutigen Krisen zu verstehen. Und es wird dafür gerade in den ersten Semestern überhaupt sozusagen nichts
vermittelt. Das heißt, wir haben eine grundlegende Differenz in der Motivation. Es wird nicht gesagt, was ist die Motivation, diese Art von Wissenschaft zu erlernen. Es wird auch nicht diskutiert. Man hat selber eine andere Motivation und kann die im Wissen nicht überbrücken. Ich gehe danach nochmal drauf an. Ein. Dann haben wir eine praktische Kluft. Es lässt sich mit dem Erlernten nichts anwenden. Also man kann, also es lässt sich nicht verwenden. Das sagen viele auch in beruflichen Kontexten. Ja, das heißt, es ist auch ein rein ökonomisches Argument. Ich fühle mich auf den Arbeitsmarkt, wer auch immer das sein soll, nicht vorbereitet. Das würde ich auch immer mitnehmen. Und dann natürlich diejenigen, die Wirtschaftswissenschaft für die sozialökologische und ökonomische Transformation studieren wollen, dass sie überhaupt nichts sozusagen erlernen. Und das dritte, politisch-moralische Kluft, ist, dass eben das Moralische so weit ausgeschlossen ist, auch in der Bildung der eigentlichen Persönlichkeit, dass ein verantwortliches Handeln, also nicht nur ein Arbeitsmarkthandeln überhaupt, sondern eine Verantwortungssituation überhaupt nicht erwähnt wird und darauf überhaupt nicht vorbereitet wird. Das führt zu Abwanderung einerseits, also zu einer massiven Aufgabe des Studiums. Es führt zu einer Art innerlichen Kündigung und es führt nicht nur bei euch im Netzwerk zu wahnsinnigen Überlastungsphänomenen. Ja, weil das ein Vollzeitjob ist, etwas zu verstehen, was ich eigentlich gar nicht wissen will oder nicht weiß, warum ich das wissen sollte. Und man dann eben auch noch meint, man möchte sich trotzdem engagieren, das ist aber zusätzlich zum Studium und oder sich auf berufliche Kontexte vorzubereiten. Ja, also wir haben hier eine extreme Überlastungssituation, die Menschen dann ausgesetzt sind. Und es kommt eben zu innerlichen Kündigungsproblematiken. In der Studie ist das hier angegeben. Es kommt zu Schamproblematiken, sagen so, irgendwie bin ich nicht richtig, irgendwie fühle ich mich nicht, es fühle ich mich deplatziert. Aber das Problem wird dann bei sich selbst sozusagen gesucht. Das sind auch viele Studierende, die zu uns aus klassischen Universitäten entweder als AbbrecherInnen in den Bachelor wechseln oder dann in den Masterstudiengang gehen. Das wären die konkreten Probleme jetzt sozusagen nochmal aus unserer Sicht beschrieben. Also das Nicht-Ernst-Nehmen von Menschen in ihren jetzigen Situationen, keine Stimme sozusagen zu verleihen und überhaupt Wissen und Können zu vermitteln, in Krisenzeiten zu handeln und Wandel aktiv zu erproben. Ich sage immer, es wäre überhaupt zumindest, also es könnte für die jungen Menschen ein Problem sein, aber es wäre noch für die Welt okay, wenn wir als ÖkonomInnen klar sagen könnten, verantwortlich sagen könnten, wir wissen schon, was wir als Nürnberger Trichter in diese jungen Leute reinzustopfen haben, damit die an Arbeitsmärkten funktional, also funktionieren können und dass diese Arbeitsmärkte stabile Verhältnisse, Einkommensverhältnisse, Rentenverhältnisse, Naturverhältnisse und Gerechtigkeitsverhältnisse schaffen würden. Wir wissen aber, oder gehen strikt davon aus, das werde ich jetzt gleich zum Paradigmenwechsel sagen, dass wir diese Sicherheit ja überhaupt nicht vermitteln können. Ja, also wir wissen ja nicht, was junge Menschen auch nur innerhalb von 10 Jahren im Berufsleben, geschweige denn in dem sozial-ökologischen Engagement überhaupt brauchen werden. Ja, also wir haben keine Vorstellung, gehen aber weiterhin davon aus, dass ein hochstandardisiertes, weltweit vermitteltes Wissen, also eine einzige geistige Monokultur ausreichen wird, um die wirtschaftlichen Probleme von morgen zu bewältigen. Ja, und ihr könnt dort einerseits eine moralische Diskussion führen, sagen so, ja, aber die jungen Menschen werden nicht ernst genommen und so weiter. Ich würde dort immer auf einen anderen Weltblick wechseln und sagen, sind wir sicher, dass überhaupt das Richtige sozusagen noch gelehrt wird? Und das werde ich gleich sagen, wenn wir von fundamentaler Unsicherheit ausgehen, ist die Antwort von vornherein natürlich eher eine pluralistische. Also vorbereiten, befähigen zum Umgang mit unterschiedlichen dynamischen Situationen. Für uns als Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, auch andernorts sozusagen, geht es jetzt darum, diese Problematiken zum Wohle der Menschen, die sich dort bilden einerseits und zur Frage der Weltgestaltung andererseits, also grundlegend anzugehen. Und wir meinen, dass das historisch pluralistische Verständnis dafür nicht unbedingt ausreicht, weil es nicht jetzt einfach darum geht, noch andere Weltsichten einzutrainieren, sondern mit der
gegenwärtigen Lage der Welt und ihrer fundamentalen Ungewissheit umgehen zu lernen. Ja, das heißt, nicht einfach nur den oder jenen Perspektivwechsel zu vollziehen, sondern ein fundamental neues Verständnis im Umgang mit Welt und in der eigenen Positionierung zu geben. Das ist eine Position, die nicht so stark vertreten wird. Meistens wird für dieses alte historische Verständnis gekämpft, dass man das zurückgewinnt. Da ich das ja das sehr, sehr vielen anderen Positionen kennt, lasse ich das hier aus und würde jetzt oder werde darauf eingehen, was können wir machen, wenn wir meinen, dass es einen fundamentalen Wechsel in Weltbezügen und Bezügen zu Menschen in diesem Wissenschaftsverständnis, vor allen Dingen im bildungstradierten Wissenschaftsverständnis braucht. Hier spreche ich jetzt explizit von einem Paradigmenwechsel, Bezug nehmen sozusagen auf Thomas Kuhn, sondern sagt, eine Normalwissenschaft, das ist eine Wissenschaft, die über Lehrbücher tradiert wird, sowas wie heute die Ökonomik, gehen sozusagen die meisten WissenschaftlerInnen darauf und verbringen damit ihre Zeit sozusagen, dass sie wissen sozusagen, so sieht die Welt aus, so muss man auf sie zugehen. Ja, dass es also ein ganz gewisses Set an Denkannahmen gibt, was naturalisiert wird. Ja, also man kann seinen Geist gar nicht anders auf Welt sozusagen loslassen. Ja, und deshalb sagt er, Normalwissenschaften werden immer fundamentale Neuheiten und so weiter unterdrücken, die mit ihrem grundlegenden Commitment, also mit ihren grundlegenden Überzeugungen nicht übereinstimmen. Ja, das heißt, man kann sich damit beschäftigen, darum zu bitten und zu betteln, dass das, was man als Neuheit sieht, in einen klassischen Kanon aufgenommen wird. Wenn man von Thomas Kuhn und dieser Idee der Paradigmenwechsel ausgeht, funktioniert das eher nicht, sondern man müsste eine Normalwissenschaft isolieren, von ihrer Reproduktion abschneiden, sie sozusagen aussterben lassen, wie Kuhn das an einer Stelle mal formuliert hat, und auf einem neuen Fundament Wissenschaft neu errichten. Ja, und das ist die Frage sozusagen, wie tieflegend oder grundlegend man Wechsel, also Notwendigkeiten sozusagen einschätzt. Wir wissen von vielen, auch wieder aus dem Netzwerk Plurale Ökonomik, wo wir auch Interviews geführt haben, aber auch aus anderen Kontexten, dass es extrem anstrengend sein kann, mit einem Normalwissenschaftler oder Normalwissenschaftlerin zu diskutieren, eben weil die grundlegenden Überzeugungen nicht mehr explizit sind, sondern sie sind implizit antrainiert worden, wie Kuhn das sehr gut beschrieben hat. Man hat nur unendliche Rätsel und gelöst, man hat immer die gleichen Klausurfragen gelöst und gelöst und gelöst und wieder gelöst und man weiß eigentlich gar nicht, was die Grundüberzeugung ist. Also man vertritt sie, man denkt mit dieser Grundüberzeugung, aber nicht über sie. Und wenn ihr solche NormalwissenschaftlerInnen angreift, werdet ihr normalerweise eher eine emotionale Reaktion bekommen. Ja, im Sinne von, wie Rüdiger Bachmann das formuliert hat, lernt unsere Sprache, bevor ihr mitredet. Im Sinne von, wir waren auch mal jung, aber lern erst mal dein Fach, über Androhung von Strafen, dann bestehst du halt die Klausur nicht und. Ja, das heißt, in einem solchen Paradigma etwas Neues zu platzieren, wird sehr, sehr viele Widerstände auslösen, die heute aber nicht mehr informierter Natur sind, weil eben eine Normalwissenschaft nicht sagen kann, in was ihre grundlegenden Prinzipien liegen. Mit meinem Kollegen und unserem Alumni Lukas Bäuerle habe ich mich damit in einigen Publikationen beschäftigt, die gerade in Veröffentlichung sind, das jetzt sehr leicht rüberzubringen, sozusagen, welche grundlegenden Umschwünge braucht es, nicht nur im Verständnis der Wirtschaft, wie Kate Raworth das vorgelegt hat, sondern der wirtschaftswissenschaftlichen Positionierung selber. Und ich werde euch im nächsten Schritt davon zwei vorstellen und dann eben sagen, zu welchen grundlegenden Verwandlungsprozessen oder Umgestaltungsprozessen das führen könnte. Nummer eins halten wir für das Grundlegendste, was ganz, ganz tief ins Wissenschaftsverständnis, zumindest seit René Descartes eingreift, in diesem Wandel des Blickes von nirgendwo, wie Thomas Nagel das in seiner Objektivitätsstudie genannt hat, zu einer Perspektive des In-der-Welt-Seins.
Was soll das heißen? Die Neoklassik hat im 19. Jahrhundert ein Wissenschaftsverständnis der modernen Mathematik und Physik übernommen, die darauf besteht, eine hinter den alltäglichen Verwirrungen und hinter dem alltäglichen Chaos, was unsere Welt bietet, von Armut über Umweltzerstörung und so weiter, eine sichere Welt, eine gesetzmäßige Welt, eine berechenbare Welt zu finden. Und nach über 200 Jahren Wissenstradition in dem Versuch, in dieser Welt irgendwas Gesetzmäßiges sozusagen aufweisen können, wie das Gesetz des Kornwachstums oder ähnlichem, ist dann die moderne mathematische Idee überwickelt worden, wie Lauren Desten in ihrer Studie zur Objektivität sehr, sehr schön aufgezeigt hat, zu sagen, dann erfinden wir Strukturen rein im Geiste. Mathematische Strukturen, wie der Lagrange-Ansatz in der Nutzenmaximierung, haben hier im Hintergrund nicht in der Idee, so ist der Mensch, oder wir wollen Alltag beschreiben, sondern die Idee ist, wie John Stuart Mill schon 1840 aufgezeigt hat, ist eben diese Idee, wir wollen den Menschen als eine berechenbare Maschine in unserem Geist, also im Geist der Wissenschaftler, erfinden, um sozusagen eine innere Bestätigung von Berechenbarkeit zu haben. Das heißt, die Welt wird von einer planetaren in ihrer Unübersichtlichkeit erstmal zu einer globalen Struktur hier angedeutet, sozusagen in Kästchen eingeteilt. Und dann zieht man sich sozusagen auf die Perspektive eines Auges Gottes zurück und die heutige Ökonomik in den grundlegenden Formeln, wie sie in den ersten Semestern antrainiert hat, verzichtet sozusagen auch ganz auf den Blick auf Welt und guckt eigentlich nur auf mathematische Strukturen, ohne das heute noch zu sagen. Und entdeckt diese mathematischen Strukturen denn überall, zum Beispiel auch in der Moralität des Menschen. Mit dieser Wissenschaftlichkeit geht Moralfreiheit im Sinne von Distanziertheit. Mich beschäftigt Leid nicht, es geht mich emotional nichts an. Das ist eine moralische Entscheidung, Leid nicht als Erkenntnis leitend anzusehen. Aber wenn man die Entscheidung getroffen hat, ist es eine distanzierte Beobachtung, es ist eine mitleidlose Beobachtung, es ist eine weltferne Beobachtung. Also genau das, was in den Klüften junge Menschen beschreiben, als leidvoll, als das verstehen wir nicht, ist eigentlich der Kern und der Witz dieses Blickes von nirgendwo. Und wir meinen, dass das jetzt nicht in der Art, wir rechnen noch ein bisschen anders als dieses Auge Gottes, oder wir kümmern uns um einen bisschen besseren globalen Zugriff, indem dass wir doch wenigstens auf Datensätze gucken, also immer schon auf eine mathematisierte Welt, sondern dass es einen fundamentalen Perspektivwechsel braucht, der in den letzten über 3000 Jahren in allen großen Kulturen dieser Welt diskutiert wurde, in den allermeisten Kulturen auf der rechten Seite entschieden worden ist, beispielsweise in Südostasien, beispielsweise in Südamerika, beispielsweise in Afrika, sondern sagen, diese Idee, die Welt beobachten und dann beherrschen zu können aus einer externen Perspektive, vor allen Dingen in Zeiten fundamentalen Wandels, gar nicht funktionieren kann. Es ist nicht irgendwie ein Detail ist und ich habe ein bisschen falsch gerechnet, sondern sagen, dass das eine solche Hybris ist und dass diese Hybris, wenn man sie dann anwendet auf Technik und auf wirtschaftliche Verhältnisse, eher das Leid verstärkt, eher die globale oder planetare Zerstörung anregt und dass es eine eher demütige Perspektive innerhalb der Welt braucht. Das heißt, wir verzichten auf die Idee der vollkommenen Übersicht. Wir verzichten die Idee, dass nur mathematische Daten, also geordnete, wohlgeordnete Daten zählen, sondern wir begeben uns sozusagen mitten in diese Welt hinein. Das heißt nicht, dass wir nichts wissen können. Mein Kollege in der ostasiatischen Philosophie, James Heisig, hat es mal wunderbar geschrieben als to be one inch above the ground. Ja, es das heißt nicht, dass wir uns komplett da drin verlieren. Das heißt nicht, dass wir vor Mitleid gelähmt sind oder ähnliches, sondern es das heißt, dass wir nah an der Wirklichkeit immer wieder reflexive Distanzen einnehmen, verantwortlich einnehmen und wissen, dass wir immer Gestalter inmitten dieser Welt sind. Das heißt nicht, und das heißt es auch an unserer Hochschule nicht, werde ich nachher noch zeigen, dass man keine Neoklassik unterrichten könnte, aber es heißt, zu verstehen, was heißt es, wenn ich eine solche distanzierte, mitleidlose Perspektive innerhalb der Welt einnehme? Also was bin ich als Mensch, wenn ich das einnehme? Was bin ich als Arzt, wenn ich eine ähnliche
oder als Richterin oder ähnliches diese Perspektive einnehmen würde. Ja, das heißt, also man stellt auch diese Perspektiven als Teil in die Welt, entweder stellvertretend für andere, also was passiert in der Welt, wenn diese Perspektiven angewendet werden oder eintrainiert werden oder für sich selber. Diese Position ist eine der fundamentalen Ungewissheit, ja, was in der Ökonomik immer wieder eine Rolle gespielt hat, bei Marx, bei Keynes, bei Frank Knight beispielsweise, die dann aber immer selber wieder zu mathematischen Positionierungen umgerechnet worden sind, ja. Und das also jetzt eben in dieser Ungewissheit vorzugehen und der Überzeugung zu sein, dass nicht hinterliegende Gesetze durch ein Expertentum ausgerechnet werden könnten, sondern dass in der Welt es um Sinnstiftung geht, das heißt um Mustererkennung, die stabilisiert werden sollten, um überhaupt wieder mögliche Entwicklungswege aufzuzeigen. Ja, und diese Form der des Sense-Making oder der Sinnstiftung werden hier beispielsweise zu den entscheidenden Wegen. Dieses Ganze ist sozusagen, wenn man jetzt sagt, wie ist man in dieser Welt, dann hat das sehr große Einflüsse auch auf die Frage der Wissenschaft sozusagen selber. Ich hatte vorher gesagt, es geht jetzt sozusagen nicht mehr darum, unterschiedliche Perspektiven aus so einem Auge Gottes zu entwickeln, also auf unterschiedliche Weise distanziert auf Welt zu gucken, sondern es geht um performative, multiple performative Verständnisse. Das heißt, wenn ich eine Position, eine wissenschaftliche Position einnehme, dann macht das was mit mir und der Welt. Ja, das heißt, es ist immer etwas, was Welt mitbewegt, also interrelational, und steht im Zusammenhang mit anderen Perspektiven. Entweder ergänzend, dann sagen wir gehen zusammen mit verschiedenen Winkeln, aus denen wir Welt betrachten, oder es geht um Kampferscheinungen tatsächlich. Ja, also wie agiere ich mit meiner Position in der Welt, wohl wissend, dass andere nehmen, die bis in Wahrheitsverständnisse, bis in Emotionalität, bis in kulturelle Praktiken hineinreichen. Das wird super also das wird super unübersichtlich oder wirkt erstmal so. Ich werde nachher noch Bildungsstrategien oder pädagogische Strategien vorstellen, sozusagen, wie das funktionieren kann. Es entlastet, das ist zumindest schon mal gesagt, von der anderen, also der linken Seite eher, zu wissen, dass man jetzt unendlich viele verschiedene Perspektiven für sich sozusagen auswendig lernen müsste. Ja, also es geht nicht um eine Ansammlung von diesem und diesem Schule. Es geht auch nicht um ein abstraktes Methodenverständnis. Ich muss erst die Schule verstehen und dann kann ich, um mal auf Welt zu gehen. Sondern es geht um die Kunst zu sagen, wenn ich in einer bestimmten Weltsituation stehe, als Studierende, also als Studentin, als Student, was motiviert mich? Was will ich eigentlich wissen? Wie kann ich dieses Problem angehen und um was geht es eigentlich? Und dann dafür sich unterschiedlicher theoretischer Positionen sozusagen zu bedienen. Ja? Das heißt, man braucht nicht meistens erstmal ein Studium von einem neoklassischen Verständnis und dann noch einem feministischen und so weiter, was totale Überlastung führt. So, hier ist die Fokussierung auf weltliche Probleme, in denen wir in Verantwortung stehen und darüber informativ aus verschiedenen Perspektiven sowohl Wissen als auch Können sozusagen zu gewinnen. Das heißt, es gibt auch wieder eine Komplexitätsreduktion in den pädagogischen Strategien. Aber erstmal würde ich sagen, es ist ja auch unser Weltzustand, dass wir eben nicht distanziert sind, dass wir nicht unendlich erstmal uns in akademischen Elfenbeintürmen informieren können, um dann irgendwann auf die Welt zuzutreten oder in sie hineinzutreten, sondern dass wir in diesen radikalen Krisenproblematiken unserer Zeit genau auch eine solche Positionierung brauchen. Also ob sie nun uns angenehm ist oder nicht, ich würde da nicht, wie gesagt, nicht moralisch wertend, sondern rein faktisch auftreten, sagen, eine Wirtschaftswissenschaft für die Krisen unserer Zeit, wenn wir sie ernst nehmen, sollte ein plural transformatives Verständnis und damit ein performatives Verständnis einnehmen. Nächster Schritt mit euch. Ich achte auf Zeit, ist jetzt sagen, so wie kann man überhaupt ein Verständnis dafür bekommen, dass diese Welt so veränderlich ist, dass sie interrelational ist, dass Wissenschaftsverständnisse immer auch weltproduktiv sind.
Ich habe das in diversen Kontexten schon vorgestellt, unter anderem im Düsseldorfer Landtag, wo einige von euch mich kennengelernt haben. Ich werde hier daraus einen kurzen Ausschnitt jetzt nochmal vorstellen und dann nochmal kurz auf pädagogische Verständnisse und wirtschaftswissenschaftliche Reproduktionsverständnisse eingehen. Wie ich argumentiere, da muss man mir nicht folgen, aber manchen hilft diese erstmal nicht nur rhetorische, sondern letztlich epistemische Strategie zu diskutieren mit Ökonomen, was ist eigentlich unsere Wirklichkeit? Die Wirklichkeit, die dieser Blick von nirgendwo braucht, ist eine ruhige Welt, also eine Welt, die noch von zwar kompliziert sein kann, aber immer noch mathematische Gesetzmäßigkeiten in ihrem Kern aufweist, mit der sie entweder zu erklären ist oder zumindest im technischen Zugriff zu bewältigen. Ja? Das heißt also entweder daraus Gewinne zu ziehen, Extraktionsproblematik, wie Marx sie beschrieben hat, oder auch sozusagen in einer ruhigen Weise zu steuern. Ich würde immer argumentieren, das ist einfach nicht die Wirklichkeit, in der wir leben, sondern wir haben eben unendliche Krisen, wir haben diese Beben, wir haben diese erdbebenartige Phänomene, was ja auch immer wieder bei Börsen sozusagen gerade aufgegriffen wird. Wir haben die Flutproblematik, wir haben Klima-Chaos-Problematik und so weiter, zu sagen, nein, diese Wirklichkeit ist von sich aus eben offen und unveränderlich. Und dafür brauchen wir, ich hatte es eben jetzt in anderen, einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel, den ich immer versucht habe, bildlich darzustellen. Ihr werdet es wissen, Neoclassic Rational Choice Theory geht immer davon aus, dass es etwas Felsenfestes in unseren Institutionen gibt. Und wenn es der technologische Fortschritt in seiner Vorhersehbarkeit selbst ist, ja, das heißt, ihr rechnet immer, ob in Nutzenmaximierung, Gewinnmaximierungs-, Renditemaximierungsformeln sagen, ihr könnt Wandel gegen etwas Unveränderliches sozusagen berechnen oder etwas, was vorhersehbar in der Zeit fortschreitet, was philosophisch eigentlich die gleiche Soße sozusagen ist. Das heißt, wir gehen von einer rationalen Struktur der Welt aus, die mathematisch erfassbar ist. Wir haben ab Mitte des letzten Jahrhunderts einen Umschwung gehabt, der philosophisch schon weit vorher vorbereitet worden ist, in der Verhaltensökonomik, die gesagt haben, dieses Rationale ist eigentlich nur so 10% wie so eine Oberfläche eines Eisberges. Das ist nicht das, was eigentlich sozusagen Gesellschaft und sogar auch Wirtschaft nicht treibt, sondern es gibt einen großen, unsichtbaren, unbewussten, irrationalen Teil, der eigentlich das ist, was Gesellschaft steuert. Letztlich aber ist das Paradigma gleich geblieben, dass WissenschaftlerInnen meinen, dass sie in dieses unbewusste Irrationale, in die Gewohnheiten sozusagen auch wieder einen technologischen Zugriff haben, dass sie das Experimente herausfinden können, dass diese Gewohnheiten stabil sind, wenn sie nicht von WissenschaftlerInnen oder ManipulatorInnen umgeschmolzen werden. Ja? Also man immer noch so eine Idee eines doch letztlich Unveränderlichen hat es aber in das Irrationale sozusagen abgeschoben und diese Felsenfestigkeit durch eine Eisbergmetapher sozusagen ersetzt, wo aber der Wandel nur von außen kommen kann, also durch Energiezufuhr von außen. Beiden lässt sich vorwerfen ein Zweifaches. Es gibt keine Kreativität der Individualität, sagen sich von seinen eigenen Gewohnheiten zu befreien. Weder in Rational Choice ist das möglich, zu sagen, ich lerne, ich bedauere, ich möchte mich entwickeln, ich habe andere Bilder, ich habe andere Vorstellungen, ich lasse mich inspirieren sozusagen. Das ist nicht, also gar nicht abbildbar. Es ist auch in der Verhaltensökonomik nicht abbildbar. Man kann in Change Management noch sagen, man friert diesen Eisberg um durch äußere Manipulationstechniken. Aber diese innere Dynamik der Individualität, die Kreativität, das genuin Neue wird nicht erkannt, ist also noch nicht mal sichtbar. Und mindestens genauso schwerwiegend, wenn nicht noch schwerwiegender, die Welt selber in ihrer Dynamik, in ihrer nicht direkten Dynamik, also ökologische und sozialökologische Prozesse, die nicht an einer solchen Oberfläche und auch nicht in solcher festgefrorenen Tiefe gesehen werden, die treten überhaupt nicht auf. Das heißt, wir haben hier nie irgendwas, also dieser Fels springt nicht plötzlich in die Luft, der Eisberg sprengt sich auch nicht selber auf oder er hat auch kein inneres Feuer und schmilzt sich plötzlich um. Deshalb gehe ich mittlerweile wie Alfred Wegener in der Geologie des
20. oder Anfang des 20. Jahrhunderts aus sagen, wir brauchen dringend Verständnis einer inneren Dynamik, sowohl von Individualität als auch von Welt an sich. Wegener hat das vom Fixismus zum Mobilismus genannt, sagen, das Innere ist uns unzugänglich und es ist dynamisch. Das heißt, dass wir sozusagen eine völlige dynamische Welt zu verstehen haben und in ihr als Ökonomen im Bereich des Wirtschaftlichen zumindest sozusagen zu agieren haben. Ja, wir haben hier also, das ist philosophisch, einen kompletten Umstellung von einer Substanzontologie in eine Prozess. Philosophie, das heißt, es ist alles dynamisch. Und was wir erklären müssen als Ökonomen, ist, warum Institutionen überhaupt stabil sein können. Ja, natürlich gibt es verkrustete Strukturen, natürlich gibt es felsenartige Strukturen, die sind aber eigentlich erstmal erstaunlich. Sie sind Ordnungen, die aufrechterhalten werden müssen und Ordnungen, die in sich auch wieder zerstört werden. Ja, das heißt also, diesem Börsenbeben sozusagen ein Bild zu geben und sagen, hier ist eine Dynamik, die wir von unserem gewöhnlichen Verständnis her normalerweise nicht aufdecken können. Ich kann hier jetzt aus Zeitgründen, wir gucken dann, was für euch nachher wichtig ist, nicht so tief drauf eingehen. Ich werde es nur ein wenig, um dann nachher jetzt relativ schnell sozusagen zu Wissensstrukturen zu kommen, die es braucht, um mit einer solchen Welt des Wandels umzugehen, was dann auch wieder auf transformative Wirtschaftswissenschaft verweisen wird. Ja, also was hier sozusagen ist, was ich der Ökonomik vorwerfe, sowohl in ihrer Rational Choice New Classic Variante als auch in der verhaltensökonomischen, dass dieses, was ich hier Gestaltungsklima nenne, ja, das heißt die Dynamiken, die entweder freiwillig oder unfreiwillig gestaltet oder unvorhersehen geschehen, sozusagen unsere Institution umformen, bis hin zur Frage von Geldverwendung und so weiter, dass die abgedeckt sind und dass wir uns genau damit aber zu beschäftigen haben. Ja, durch den konstanten Aufbau menschlich gemachter Institutionen, dass wir ein Preissystem wie die Neoklassik, das sieht, nicht als gegeben ansehen können, sondern in seiner historischen Gewordenheit, aber eben auch Vergänglichkeit, und ich werde es gleich noch zeigen, vor allen Dingen auch seiner Dysfunktionalität. Ja, also wir gehen davon aus, dass es eine Erde gibt, den Planeten, den wir bewohnen, die Menschen, die wir sind, dass es etwas unverfügbare Dynamiken sozusagen gibt, wie sie sich jetzt beispielsweise im Klimawandel zeigen, und dass es geht darum, sozusagen Institutionen neu aufzubauen und alte auch zu schmelzen. Das Krisenverständnis, was darauf entwickelt wird, jetzt nur in seinen paradigmatischen Grundzügen, ist sagen, das Hauptproblem ist, dass wenn unsere Strukturen zu unveränderlich, zu stark, zu starr sind, dass dann eben eine solche tektonische Verschiebung, wie sie hier angedeutet ist, nicht funktionieren kann, sondern erstmal sich sozusagen gewaltige soziale Spannung, ökologische Spannung aufbauen müssen, wir sie nicht in einen Wandel von Institutionen, einen gestalterischen, freiwilligen Wandel umwandeln können und es deswegen nur zu katastrophalen Eruptionen sozusagen guckt. Auch hier würde ich wieder Beispiele in der Klimakrise, aber auch im Gesundheitswesen anführen können oder auch in der Bildung, wo wir einen enormen Reformstau aufgrund veränderter sozial-ökologischer Dynamiken haben, ist aber nichts passiert, sozusagen sich das Ganze eher wie bei so einem Supervulkan anstaut und anstaut, bis es dann auch letztlich zu einer Zerstörung von Stabilität führt, die für alle Menschen und alle Ökologie desaströs ist. Demgegenüber sozusagen würde ich diesen Bereich, mache ich stark, auch in der Bildung, der Frage der Innovation, also wie lassen sich Institutionen im Zusammenspiel mit unverfügbarer Dynamik aufbauen. Das heißt also nicht alles flüssig zu halten, sondern auch Stabilität in einem prinzipiell instabilen System zu schaffen. Und das, was überhaupt kaum diskutiert wird in den Wirtschaftswissenschaften, die Exnovation. Das heißt, wie schaffen wir es, dass dysfunktionale Gewohnheitsstrukturen nicht in unendlicher Variation immer neu geschaffen werden und stabilisiert werden, sondern wir uns von ihnen auch verabschieden können, beispielsweise in sogenannten marktwirtschaftlichen Instrumentarien.
Und hier sehe ich die Wirtschaftswissenschaft, also Ökonomik oder Ökonomie, in fundamentaler Verantwortung für diese explosiven Eruptionen, weil sie eben durch ihr Beharren auf eine vorhersehbare, felsenfeste Welt und deren methodischen Zugriff verhindert und auch nachweislich, also nach empirischen Studien, den Willen von Menschen, eben auch unvorhersehbare, leidvolle und dynamische Situationen gestalten, systematisch sozusagen verhindert. Also dass die Beteiligung, die Verantwortung der Wissenschaften sowohl in der Bildung, aber natürlich auch in Politikberatung, wo ich glaube, dass viele von euch heute auch herkommen. Auch da können wir dann noch in der Diskussion reingehen. Hier würde ich eben sagen, dass transformatives Lernen, transformativ-dynamische Wirtschaftswissenschaft eben sich vor allen Dingen mit nicht jetzt sozusagen mit ständlichen Berechnungen auf dieser vermeintbar stabilen Oberfläche beschäftigen sollte, sondern eben mit diesen dynamischen Prozessen. Ihr werdet das von Uwe Schneidewind kennen, die Vorschläge zum transformativen Lernen, die mit Mandy Singer-Borowski vorgelegt hat. Da ist immer von diesem Systemwissen und so weiter die Rede. Hier ist das sozusagen mal, was sind jetzt eigentlich Bildungsbereiche oder auch Gestaltungsbereiche in der Wirtschaft selber oder in der Politik, die wir berühren sollten. Natürlich braucht es ein Wissen über das heutige System scheinbar unveränderbarer Institutionen. Das wären vor allen Dingen unsere heute der marktwirtschaftlichen Instrumentarien, aber um Wissen um ihre Vergänglichkeit, um Wissen auch um ihre Verhärtung, um sozusagen dynamische Prozesse zu verhindern und zu unterdrücken. Dann wird es, ich gehe erstmal eine Ebene tiefer, soll sagen, aber dieses transformative Wissen und das visionäre Wissen. Das heißt, transformative Wissen heißt, wie können Institutionen wirklich umgestaltet werden, um dynamisch auftauchende Probleme beispielsweise in dem ökologischen Wandel mit ihm umzugehen. Ja, das können Adaptionsprozesse im Klimabereich sein, es können aber auch andere Prozesse sein. Und dafür braucht es eine Visionskraft, die heute in den Curricula praktisch nicht vorhanden ist, außer an Hochschulen wir uns sagen, wie könnte es dann anders sein? Also nicht nur ein Wissen des vermeintlich Festen heute, sondern zu wissen sozusagen, wo wir wollen wir überhaupt hin, was wäre überhaupt sozusagen möglich. Ja, und Visionskraft, Transformationswissen speist praktische Veränderungskraft, weswegen wir einen hohen Anteil praktischer Module in unseren Studiengängen haben. Ich zeige noch gleich, wie das organisiert ist, dass in dieser Dynamik tatsächlich diese dynamische Umwandlung sowohl Festigkeit zu schaffen als auch feste Strukturen abzutragen durch Widerstandsprozesse oder durch welche Prozesse auch immer, können wir nachher noch diskutieren. Aber dass das tatsächlich eingeübt wird, das ist kein Wissen im Elfenbeinturm, ist auch kein abstraktes Wissen, sondern tatsächlich sozusagen in einer transformativen Wissenschaft mit Beteiligten, an Institutionen Beteiligten, tatsächlich Reformen umzusetzen, Widerstand zu organisieren und so weiter. Also in dieser plastisch bildbaren Schicht sozusagen tätig zu werden. Darunter ist dann jetzt eben, je näher das sozusagen an diese Dynamik rankommt, habe ich hier noch als einen Gemeinsinn. Das heißt überhaupt ganz, also radikal, also Innovation im Sinne von, was zeigt sich so neu, dass ich überhaupt keine Sprache, geschweige denn eine Theorie dafür habe. Ja, also wie kann ich überhaupt mit ursprünglichen Erfahrungsbereichen metaphorisch auf einer mythischen Ebene, auf einer weltanschaulichen Ebene sozusagen umgehen? Es hat also mit also großer Kreativität zu tun, aber nicht im Sinne privater Künste und privater Selbsterfüllung oder ähnlichem, sondern in dem Aufspüren dessen, um was es sozusagen eigentlich geht. Damit will ich bin auch, ich sehe das mit der Zeit, ich bin kurz drüber, würde trotzdem zwei Sachen noch vorstellen können. Dieses hier, so, ich hatte vorhin gesagt, das wird jetzt ja extrem viel, es ist extrem heraus oder scheint erstmal extrem herausfordernd. Was ist also jetzt ein Bildungsansatz oder überhaupt mit Menschen, wenn wir in die Beratung gehen, wenn wir in die Wirtschaftsgestaltung gehen?
Ich meine, dass es machbar ist, zeige es auch nochmal in einem curricularen Bild gleich. Das ist unser dritter Paradigmenwechsel, den wir vorschlagen. Was im Moment ökonomische Theorie macht, ist eine bestimmte Art, was gelernt werden soll, also Faktenwissen, Bulimie lernen, ihr kennt das alles, unendlich zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen. Das dauert richtig viel Zeit, um irgendwann die Regeln des Handelns, also dieses Wie, so grob erfahren zu haben. Ja, wir können heute Neoklassik sehr, sehr schnell unterrichten, weil wir sagen, das sind die Regeln des Handels. So sollt ihr denken, so müsst ihr euch benehmen und dann könnt ihr auch rechnen. Ja, also wir haben eine Explikation dieser Wie-Ebene und dann sagen, brauchen wir auch nicht unendliche Beispiele von den Gegenständen des Wissens, vor allen Dingen auch, weil KI das viel besser kann als wir. Ne? Also aus einem festgelegten Methoden immer wieder neues Bulimiewissen zu produzieren, ist sowieso eine Aufgabe der modernen KI, kann die besser als wir, weil sie genau diese Patterns ja unendlich studiert hat. Ja, das heißt, wir sparen Zeit und Zeit, weil wir uns dem Kern zuwenden und unsere Studierenden erstmal auf die Frage, um was geht es eigentlich? Nicht warum im Sinne von Grund, sondern im Sinne von wozu? Also die Tätigkeit. Um was geht es dir eigentlich? Was möchtest du eigentlich überhaupt sozusagen bewirken? Was wollen andere bewirken? Und wir setzen hier stark mit Persönlichkeitsbildung ein, aber auch mal wieder mit der Frage, das aufzuspüren. Also was ist der Kern von einer Theorie? Was wollte der Keynes eigentlich? Was hat ihn motiviert? Wofür ist das eigentlich Ganze geschaffen worden? Was kann man eigentlich für Fragen mit einer bestimmten Theorie erledigen? Wir haben deswegen Kerne sozusagen zu sagen, wenn du einen bestimmten, neudeutsch gesprochen, Purpose hast, sagen, hast du eine Anlehnung an ein bestimmtes methodisches Verständnis? Das kannst du dir in Grundzügen des Wie aneignen, um von dort aus dann eben die Gegenständlichkeit des Wissens sozusagen zu erlangen. Das heißt, wir machen nicht einfach Beliebigkeit, die einen unendlichen neuen Lernen aufmacht, sondern was wir machen, ist sozusagen diese grundsätzliche Grundfrage zu stellen, nicht indem wir sie beantworten, sondern indem wir fähig, also uns befähigen, Menschen zu befähigen, diesen Kern zu finden und daraus ihre eigenen Wissensprozesse zu entwickeln. Können wir nachher größer oder länger drauf eingehen? Ist auch auf unserer Homepage zu finden. Wir sagen, das entfaltet sich in 3x3 Dimensionen prinzipiell, sagen, im Mittelpunkt steht, Humboldt sei gegrüßt, eine Persönlichkeitsbildung. Es bildet sich der Mensch. Wir füttern kein Wissen von einer Theorie in einen Menschen hinein, sondern wir haben es mit aufgeklärten, mündigen Menschen zu tun, die sich selber bilden in erschütternden Zeiten, sich neuem Sinn öffnen und ihren Handlungskompass ausbilden und das in der Seins- und in der Handlungs sozusagen Dimension, wobei also der beide Denken und Handeln sich immer, wie das Sein auch, aber hier vor allen Dingen kollektiv entfalten. Ja? Das heißt, die Erschütterung, die ich persönlich spüre, hat einen Widerhall in der Erschütterung alter Paradigmen. Also Denkweisen, die kollektiv sind und hat auch eine Erschütterung in dieser komplexen Welt zu handeln, wo so viele Menschen was komplett anderes machen, als ich das denke oder ich es irgendwie gewollt habe. Ja, das heißt aber, dass wir hier eine grundlegende Pädagogik entwickelt und entwickelt haben, aus der man tatsächlich dann auch modularisieren kann und Menschen in dieser Frage sozusagen ihre Welttätigkeit in der Welt zu finden, unterstützen und befähigen kann, in einem grundsätzlich offenen Kosmos. Das heißt, wir wissen nicht, was die Antwort ist, aber wir wissen, wie wir Menschen befähigen können, zu Antworten, Lösungsmöglichkeiten und Handlungsexpertise sozusagen zu kommen. Das überspringe ich in dem Sinne, das sind jetzt, man muss das didaktisch natürlich ausbuchstabieren, dass man sagt, also es muss einen Tiefgang beispielsweise haben, wir müssen diese Imaginationskraft und so weiter haben. Man kann das Ganze jetzt von den Inhalten her ausdifferenzieren, um dann auch wieder in bestimmten Zeitabständen zu Studiengängen beispielsweise zu kommen. Hier haben wir dann eben auch wieder dieses Systemwissen, Zielwissen, praktisches Know-how der transformativen Pädagogik, die dann eben auch wieder in bestimmte Schwerpunktsetzungen sozusagen kommt. Ich will auf einen Punkt aufmerksam machen. Ihr seht hier keine Neoklassik mehr, ihr seht aber auch keine feministische Ökonomik mehr. Das Ganze ist nicht disziplinar. Es ist unmöglich, disziplinare Grenzen zu erhalten.
sondern es stehen Weltprobleme im Vordergrund mit unterschiedlichen Aspekten und die Wissenschaft taucht vor allen Dingen hier bei den Mindsets, Paradigmen, Weltanschauungen an. Das heißt, wir lehren die Neoklassik heute als Treiber gesellschaftlichen Wandels in einer bestimmten Weise. Ja, und ganz am Anfang steht immer diese reale Problematik, sagen, welches reale Problem und was sind die Zugänge auf dieses Problem, die wir in Diskursen, also in realen Diskursen beobachten können. Dort spielen wissenschaftliche Weltanschauungen eine Riesenrolle und als solche werden sie auch eingeführt. Letzter Punkt, hier ist ein Masterstudiengang von uns als Beispiel. Die Semester sind horizont aufgeführt und diese unterschiedlichen Bereiche des Neuhandels, Neusein, Neudenkens sind hier vertikal angelegt. Das heißt, es wird sofort mit einer eigenen verantwortlichen Praxis begonnen, also einer reflexiven, in dieser Undurchschaubarkeit stehenden eigenen Praxis sozusagen eine Reflexion, eine begleitende Reflexion, eine begleitende Sprache. Fähigkeit sozusagen zu entwickeln, Persönlichkeitsbildung parallel dazu und dann eben diese Fragen von Paradigmen zu sein, die Fragen von neuem Zielwissen und so weiter, dann auch über die Semester sozusagen gegeben, wobei man zum Beispiel hier sieht, dass eben diese Visionskraft ganz am Anfang gestellt wird über diese Fragen von Utopien und die Gegenwartsreflexion in ihrer transdisziplinären Komponente. Das heißt, wir bleiben in einem Bologna-Schema, soweit ich das, auch wenn ich das heftigst kritisiere. Trotzdem ist es zugleich möglich, diesem Ganzen eine solche Struktur zuzuweisen, sodass es eine staatliche Anerkennung, Zugang zu BAföG, Zugang später zu Promotion und so weiter auch möglich sein kann. Und wer sich immer dafür sozusagen interessiert, kann das auch bei uns oder können wir jetzt nochmal ins Gespräch sozusagen einstehen. Letzter Punkt, auch dazu ist natürlich viele institutionelle Innovationen, die an anderen Hochschulen so nicht unbedingt möglich sind. Darüber müssten wir diskutieren. Wenn ihr aus anderen Feldern auch der Wissenschafts- und Bildungspraxis irgendwie kommt, deswegen bei uns sozusagen die Neugründung der Hochschule, um so gut wie möglich im staatlich anerkannten Rahmen dafür auch institutionelle Strukturen zu schreiben. Eine der wichtigsten, der Mensch großgeschrieben, Institution kleingeschrieben. Das heißt, dass unsere Studierenden auch diese gestalterische Kraft natürlich in und bei uns selbst schon erfahren müssen, weil es sonst nicht weder redlich noch in irgendeiner Weise sinnvoll wäre. Vielen herzlichen Dank.